Ja, hallo, herzlich willkommen euch allen zu einer abschließenden Medienrunde hier im schönen Titeltown in diesem sportiven Umfeld der Audi Summer Tour 2022 mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und dem Marketingvorstand Andreas Jung. Willkommen, meine Herren, willkommen euch vor dem Höhepunkt heute Abend. Ich hoffe und ich denke, dass die Tour bislang für euch auch sehr gut und sehr ertragsreich war. Das ist ja für die medialen Kollegen natürlich das Wichtigste. Aber darüber werden wir heute auch reden, was ist alles passiert und was kommt hoffentlich noch alles. Also, wir bleiben in diesem lockeren Umgang hier. Wir legen dann gleich los. Zunächst aber gibt es natürlich kurz die Einschätzung von den beiden Vorständen. Olli, wie sieht dein Fazit bislang der Tour der Tage hier aus in den USA? Ja, sie war natürlich was Besonderes, keine Frage. Wir hatten ja nicht die Möglichkeit, aufgrund der Pandemie die letzten zwei Jahre diese Tour zu machen. Deswegen haben wir uns alle sehr, sehr gefreut, wieder in den USA zu sein. Ich glaube, ist schon beeindruckend, auch für mich beeindruckend. Ich habe ja auch zu meiner aktiven Zeit das ein oder andere oder die ein oder andere Tour mitgemacht. Und ja, das hat sich schon verändert, auch was die Fans anbelangt, gerade beim Spiel in Washington. Ausverkauftes Stadion und auch wie viele Bayern-Fans es mittlerweile gibt, das sieht man auch, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Für uns war es sehr, sehr wichtig, natürlich mit unseren Fans hier in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist uns auch mit der ein oder anderen Aktion ganz gut gelungen. Darüber hinaus haben wir immer auch eine gesellschaftliche, auch eine soziale Verantwortung. Da haben wir auch vieles gemacht, wenn ich nur jetzt an unseren Besuch im Kapitol denke. Und ja, ich glaube, so haben wir eine sehr, sehr gute Mischung gehabt. Und sportlich, ich glaube, Julian hatte die Möglichkeit, 6 Trainingseinheiten zu machen, was auch ambitioniert ist. Dazu 2 Spiele, jetzt heute noch das Spiel vor hoffentlich 75.000 oder 80.000 Zuschauern, was sicherlich nochmal ein Highlight wird. Also wenn man wirklich einen Strich unter alles macht, muss man sagen, es war eine sehr interessante, sehr spannende Tour, gerade auch mit Hinblick, wie entwickelt sich der Fußball in den USA. Auch da sieht man ja wie sich die Dinge weiterentwickeln, gerade was die jungen Menschen anbelangt. Für junge Menschen ist Fußball, was natürlich für uns auch spannend ist, die Sportart oder wird immer mehr zur Sportart Nummer 1. Hier findet ja in, ich glaube, 3,5 oder 4 Jahren die nächste Weltmeisterschaft statt. Ja, auch und ja, das ist einfach hier sehr, sehr spannend, immer wieder zu schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Vielen Dank. Dann Andi, die speziellen Erkenntnisse der Tage aus deiner Sicht, bitte. Ich glaube, wir können sagen, dass wir bei dieser Audi Summer Tour auch wieder die Möglichkeit hatten, viele, viele Aktivitäten und für unsere Partner umzusetzen. Ich glaube, wie Oliver gerade sagt, dass es ein wesentlich größeres Interesse da ist, als es in den früheren Touren war. Wir waren ja 2014 das erste Mal hier. Es ist ja jetzt schon das 5. Mal, dass wir hier in den USA sind. Und man sieht jedes Mal, dass es weiter wächst. Also 130 Millionen, die sich auf einem jetzt für Fußball interessieren. Das ist sehr, sehr spannend. Wir vermuten, dass es für uns auch eine spannende Herausforderung sein wird, die nächsten Jahre hier das ganze Thema Fußball zu begleiten. Denn wir wissen auch, dass wir rund 25 Millionen Follower haben hier in den USA, und ich glaube, dass wir dort noch uns besser positionieren können, gerade auch für unsere Partner. Und ich denke, dass die Gesellschaft hier auch mittlerweile die Rolle des Fußballs gegenüber dem Football akzeptiert. Denn es ist das erste Mal heute Abend, dass überhaupt eine andere Sportart im Lambeau Field stattfindet mit Fußball. ESPN dieses Spiel live streamt worldwide. Also das sind Dinge für ein Freundschaftsspiel, wohlgemerkt, die schon besonders sind. Und das ist eine hervorragende Entwicklung. Man hört, die Stadt ist sehr excited in Erwartung auf das Spiel heute. Danke Ihnen beiden, euch beiden. Dann legen wir los in der Fragerunde. Bitte Philipp Kessler für die TZ und Merkur. Fragen an den Herrn Jung. Herr Jung, welche Märkte sind denn noch interessant für den FC Bayern in der Zukunft und wo geht es nächstes Jahr hin? Ich denke, dass wir nicht umsonst uns für 3 Märkte entschieden haben. Das ist Südostasien mit Bangkok, das ist China mit Shanghai, das ist momentan etwas schwierig, und natürlich USA.
Und deswegen muss man auch mal die Entwicklung abwarten, politische Entwicklung, aber auch die Entwicklung, was Covid und Ähnliches angeht, ob es überhaupt eine Option ist, in den chinesischen Raum zu gehen. Und das werden unsere Leute genau prüfen, wo wir das machen. Aber ich glaube, selbst wenn es zu der Entscheidung kommt, dass man wieder die USA machen muss, dann ist das immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung aus dem einfachen Grund, wenn wir nächstes Jahr unterwegs sind, dann ist USA schon das Land, wo die nächste Weltmeisterschaft zum großen Teil stattfinden wird. Und ich glaube, da müssen wir sowieso einen Schwerpunkt setzen, um diesen Hype dann auch mitzunehmen. Aber im Grunde genommen, und das werden wir auch mit unserem Partner Audi abstimmen, haben wir bisher immer gewechselt, einmal USA und einmal Asien. In dem Falle dann China, aber wahrscheinlich dann Bangkok. Gleich daneben Maximilian Koch für die Abendzeitung. Ja, Herr Kahn, ich glaube, es war auch für Sie eine anstrengende Tour. Sie hatten viele Termine und Auftritte, waren sehr präsent. Ist es grundsätzlich etwas, was Sie sich für die Zukunft vorgenommen haben, vielleicht öffentlich noch offensiver aufzutreten, noch präsenter zu sein? Ja, also hier war es, würde ich mal sagen, eine ganz natürliche Entwicklung. Ich glaube, das war ja auf den letzten Touren auch schon immer so. Da gibt es einfach viele Themen. Ich meine, ich habe ja gerade angesprochen, wir haben ja auch wahnsinnig viel auf sozialer und gesellschaftlicher Seite auch hier unternommen. Da gibt es auch natürlich viel, viel Interesse daran. Ich habe ja mal kurz angedeutet, aber ich glaube, das Ganze war auch so ein bisschen, was wir zu schnell vergessen ist. Wir kommen ja so aus so dieser Corona-Zeit heraus und jetzt justieren wir uns alle wieder neu. Ich meine, meine Zeit beim FC Bayern, die hatte größtenteils aus virtuellen Meetings bestanden, ja, und aus Isolation und Homeoffice und was weiß ich alles. Und ich glaube, das hat schon auch so eine Rolle gespielt, ja, was Präsenz anbelangt. Und jetzt erst, wo wir alle wieder hier zusammenkommen können, jetzt ändern sich einfach die Dinge. Man trifft sich auch wieder, man kann gemeinsam in Gruppen zusammenkommen, Gespräche führen. Das ist ja jetzt auch eine ganz, ganz andere Situation. Also ich habe mir jetzt hier nichts Besonderes vorgenommen. Das hat sich jetzt einfach auf dieser Reise so ergeben. Tobias Altscheffel für den Springer Verlag. Oliver, jetzt sind wir hier in einer footballverrückten Stadt. Hast du irgendeinen Bezug zu Football? Also gibt es eine Mannschaft, die du verfolgst? Oder hast du hier mit Green Bay, mit den Packers irgendwelche Erfahrungen gemacht? Und Frage an beide, es ist ja dieses Spiel in München zwischen den Buccaneers und den Seahawks mit einem sehr großen Run. Und man spricht immer davon, wie beide Sportarten voneinander profitieren können, wie man sich austauscht. Gibt es aber auch die Gefahr, dass vielleicht sehr viele junge Fans dann sagen, okay, Football ist cool und cooler als Fußball und dass dann auch eine gewisse Anhängerschaft abwandert und sich mehr dem Football als dem europäischen Fußball zuwendet? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ziemlicher Laie, was American Football jetzt anbelangt, und ich würde mir da jetzt auch nicht rausnehmen, mich jetzt da wirklich explizit dazu äußern zu können. Ich bin aber fasziniert. Ja, jedes Mal, wenn ich Ausschnitte sehe oder doch mal reinschaue, was das für eine Sportart ist, was für eine Athletik in dieser Sportart vorherrscht und was für eine Begeisterung vor allem auch hier in den USA. Auch die kommerzielle Entwicklung im American Football ist auch gigantisch. Sprich jetzt den neuen TV-Medienvertrag, den die abgeschlossen haben. Das sieht einfach, was das hier für eine Begeisterung hervorruft, dieser Sport. Natürlich kann man sich austauschen, man kann voneinander lernen, aber Andi kann sicherlich gleich noch ein bisschen mehr sagen zu dem Spiel, was dann auch in der Allianz Arena stattfindet. Also es ist ein hochspektakulärer Sport, der sich natürlich aber in vielen Dingen auch fundamental, nur wenn man anschaut, allein die Halbzeiten und, da gibt es so viele fundamentale Unterschiede zum Fußball. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können Sportarten voneinander immer irgendwo was abschauen und auch was lernen. Das kann ich bestätigen. Also auch wie professionell dieses Spiel, die Vorbereitung dieses Spiels in München angegangen wird von Seiten der NFL, das ist schon beeindruckend. Und die Gespräche, die wir hatten, da haben wir aber auch gespürt, dass es ihnen wichtig war, dass sie auf jeden Fall in München spielen können. Und daraus entwickelt sich jetzt auch eine spannende Kooperation. Es gibt ja auch so ein Art Board, das sich mit dem Spiel beschäftigt in München. Wir hatten natürlich auch eine Nachfrage, die unglaublich war. Es waren 1,5 Millionen Ticketanfragen gab es, und die sind auch
relativ schnell weg gewesen. Aber ich denke, man darf eines nicht vergessen, das ist, es sind zwei unterschiedliche Kontinente, es sind unterschiedliche Mentalitäten, die die Leute haben. Super Bowl ist unglaublich gut dargestellt als Single Event. Der größte sportliche Event ist jedes Jahr das Champions League Finale. Hat mehr Zuschauer, hat die höchste Reichweite, die es gibt, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem wird es sehr gut gemacht und viele, glaube ich, denken, dass es das Super Bowl Finale ist, aber es ist es nicht. Champions League ist größer. Und ich denke, deswegen sind wir auf Augenhöhe, wenn wir diskutieren. Ja, und wenn man dann sieht, in den USA, wir haben rund 25 Millionen, die mittlerweile in den USA Fußball spielen. Davon sind 18 Millionen, die unter 18 Jahre sind. Damit haben wir eine Quote, die höchste ist von Jugendlichen, die einen Sport betreiben, gegenüber Baseball, Football, Basketball und was haben wir noch? Hockey. Ja, wenn man die vier Top-Sportarten der USA nimmt, keine kommt an diese hohe Zahl von Jugendlichen heran, die sich für eine Sportart begeistern. Und das ist etwas, wo wir sagen, es besteht die Chance, dass wir hier wirklich in diesem Markt etwas bewegen können durch unsere Erfahrungen, die wir eben haben. Und deswegen ist es auch wichtig, auf die jungen Leute zuzugehen. Sehr interessante Zahl. Ne? Tim Kräft für Sat.1. Da hätte ich jetzt noch eine Nachfrage tatsächlich. Können Sie was sagen zu diesem Ticket-Verkaufsvorgang? Sie haben gerade gesagt, es war schnell weg, viele Anfragen. Da gab es noch ein paar Nachfragen aus der Community, würde ich sagen, wie das gelaufen ist, die random Nummern, die da vergeben wurden. Können Sie da was dazu sagen? Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil wir haben die Tickets ja nicht veräußert. Wir haben von unserer Seite aus teilweise die Ticketbestellungen angenommen, weil natürlich Allianz Arena, dann ist es zu uns gekommen und die Leute haben gefragt. Wir haben es dann an die NFL Europe weitergegeben und die haben dann entsprechend eben ein System entwickelt, wie die Tickets vergeben werden. Ja. Aber ich glaube... Kriege ich auch noch eins eigentlich? Ich habe auch noch keins, ne? Nee, du kriegst eine Einladung, ganz sicher. Okay. Als Quarterback, ich weiß noch nicht, auf welcher Seite. Aber ich denke, dass auch die NFL Europe überrascht war über diesen großen Run, der da war mit 1,5 Millionen und wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es ein schwieriges Verteilungssystem ist. Ja? Also ich kann aber leider jetzt nicht sagen, was die genauen Hintergründe sind. Das ist dann natürlich, vielleicht spielen Sie darauf an, auf dem Schwarzmarkt dann die eine oder andere Karte relativ schnell für relativ hohe Preise gab. Aber ich glaube, das hat man bei allen Top-Veranstaltungen immer wieder. Gut, dann die eigentliche, ich war nur kurz die Nachfrage. Herr Kahn, die Tour ist jetzt fast rum. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Und falls es nicht das Weiße Haus war, noch die Nachfrage zum Weißen Haus. Wie haben Sie es da gefunden und was hat Sie da am meisten beeindruckt? Ja, Sie haben ja fast schon die Antwort gegeben. Natürlich ist es schon immer wieder beeindruckend, an solchen geschichtlichen oder Orten zu sein, die so ja eine sehr, sehr große Geschichte aufweisen, wie jetzt das Kapitol oder das Weiße Haus. Dann waren wir ja noch im Pentagon. Ich glaube, jeder, der mal die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen, ja, da ist man natürlich beeindruckt. Ich bin aber auch beeindruckt, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, von der Entwicklung hier. Ja, ich war hier auch schon, wie gesagt, als aktiver Sportler. Auch da hat man schon erkennen können, dass der Fußball eine gewisse Entwicklung nimmt, auch was die Anzahl der Fans für Bayern München anbelangt. Wie sich das jetzt allerdings entwickelt hat, das ist schon, ja, das ist schon stark. Ich habe das ja genau beobachtet, als wir dann ans Stadion hingefahren sind in Washington. Und zu meiner Zeit, ja, da hat jeder halt mal so ein Bayern-Trikot gehabt irgendwie von 1978, der andere von 82, aber da die hatten fast alle wirklich unser aktuelles Trikot, ja, an und die Fans und das sieht man einfach, wie das alles sich weiterentwickelt, wie es nach vorne geht. Und beeindruckt war ich auch, dass unsere Jungs bei den Temperaturen scheinbar wirklich auch Vollgas gegeben haben im Training. Für mich war das immer so mit den Temperaturen, wenn es so heiß war, war es für mich immer nicht ganz so einfach. Deswegen, ja, das sind schon auch Belastungen, aber wir müssen uns natürlich auf die größte Belastung vorbereiten. Das ist nämlich die kommende Saison. Ja, und ja, da ist Julia natürlich, da zieht er einfach auch sein Trainingsprogramm durch, was vollkommen richtig ist. Dann der Kicker bitte mit Georg Holzner. Hallo, ich grüße Sie. Herr Jung, eine Frage. Welcher Spieler, oder vielleicht Herr Kahn, wer es besser weiß, aber welcher Spieler
Ist denn so der Topseller auch auf so einer Tour? Ist nicht nur was Trikotverkäufe anbelangt, aber mit Robert Lewandowski ist ja doch schon ein sehr prominenter Spieler jetzt gegangen. Wer ist es? Bei wem ist die Nachfrage am größten? Oder wer bringt am meisten ein, in Anführungszeichen? Wenn Sie jetzt sagen, die Nachfrage am größten, ist es ja zunächst einmal über den Trikotverkauf zu sehen. Und da war es jetzt aktuell auf jeden Fall Sadio Mané, bei dem die Nachfrage am größten war. Man hat es auch gesehen beim ersten Spiel, als die Spieler vorgestellt wurden, wo die Reaktion am lautesten war. Aber ich glaube, dass das ein ganz normaler Vorgang ist, ein ganz normaler Prozess. Es ist jemand Neues, von dem die Zuschauer auch eine große Erwartung, an den die Zuschauer oder die Fans eine große Erwartung haben. Und es ist deswegen dann meistens auch so ist, dass man beispielsweise sich dann das Trikot holt. Und in diesem Falle, wenn Sie so fragen, wäre er das. Ja. Weitere Fragewünsche, bitte, Tobias. Oliver, Standardnachfrage, transfertechnisch tut sich schon ein bisschen mehr. Mathis Tell, Konrad Leimer, gab es da neue Verhandlungsrunden, ist man weitergekommen und auf der Abgabeseite, Julian Nagelsmann hat gestern gesagt, er würde Benjamin Pavard gerne behalten, aber man weiß nicht, was passiert, kann da auch noch was passieren? Also hat sich jetzt nichts irgendwie verändert. Ich bin zwar mit Hassan 24 Stunden, auch die Nacht durch, immer im Kontakt, was ich so alles tut. Aber ich könnte mich jetzt da nur wiederholen. Ja, es werden Gespräche geführt, aber man muss einfach weiter abwarten und schauen. Dann hier Felix Arns, bitte. Ich wollte mal den Blick, Herr Kahn, schon mal auf die kommende Woche lenken mit dem Supercup, der seit langem mal wieder nicht in Dortmund stattfindet, sondern woanders. Freuen Sie sich drauf, wie wichtig ist das als Test und ist es vielleicht auch ein Hinblick sozusagen auf einen möglichen Titelkonkurrenten in dieser Saison mit Leipzig? Ja, absolut. Ich meine, der Supercup, der war schon immer, man darf ihn jetzt nicht überbewerten, aber wir freuen uns natürlich, wir freuen uns auf den Supercup, er war schon immer eine Art Standortbestimmung. Und diesmal ist es Leipzig und ich habe ja auch gesagt, natürlich ist es Borussia Dortmund, die sich sehr, sehr gut verstärkt haben, ist sicherlich ein großer Konkurrent der Bundesliga, aber auch die Leipziger, die ja jetzt ihren ersten Titel gewonnen haben, auch mit dem DFB-Pokal in der letzten Saison und ich weiß schon auch, das setzt schon bestimmte Kräfte auch innerhalb einer Mannschaft und auch innerhalb eines Vereins frei. Und deshalb ist das für uns eine super Standortbestimmung. Also ich denke, von den Spielen her ist das auch sehr gut getaktet. Jetzt mit Washington, dann heute natürlich mit dem absoluten Kracherspiel. Und ich denke, wir sind dann aber sowohl vom Training her, aber auch von den Spielen, die wir gemacht haben, sehr, sehr gut eingestellt und auch vorbereitet für den Supercup dann in Leipzig. Georg Holzner wieder. Herr Kahn, Sie, wenn man jetzt mal aufs Sportliche nochmal geht, was ist Ihnen vielleicht während dieser Woche und in dieser Vorbereitung aufgefallen, wer hat Sie positiv überrascht und wo sagen Sie vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler, wer auch immer, da kann man noch mehr erwarten? Ja, ich glaube, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, weil ihr habt mich ja jetzt hier 5, 6 Tage ständig in Anspruch genommen. Das heißt natürlich, ich habe auch keine Möglichkeit gehabt, dann so viel beim Training zuzuschauen, vielleicht mal die ein oder andere Einheit. Was ich aber sehr, sehr schnell sehe, vor allem auch in den beiden Halbzeiten dann gegen Washington, ist, und genau das war ja auch gewollt und das empfinde ich auch als sehr, sehr wichtig, ist, jeder Spieler weiß jetzt, dass es auch einen anderen Spieler gibt, der, ja, das heißt, es gibt jetzt einen Konkurrenzkampf, auch auf jeder Position sind wir sehr gut besetzt, das heißt, jeder Spieler möchte natürlich zeigen, dass er der Beste ist, dass er derjenige ist, der ins Team kommt und das hat man gesehen, sowohl in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, jeder haut sich rein und das ist auch im Training der Fall. Ist ja klar, wenn so viele Topspieler in einem Kader sind, ja, dann will man es dem Trainer als Spieler so schwer wie möglich machen. Und das kann man nur so machen, indem man Topleistung bringt. Und ich glaube, genau dieses Klima haben wir jetzt geschaffen. Und nur aus diesem Klima heraus, aus dieser Atmosphäre heraus, entsteht dann eben wieder
entstehen dann wieder die Top-Leistungen. Und was das bei uns immer bedeutet, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen, die Ansprüche, Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, die sind die höchsten. Und deswegen ja, spüre ich das, dass da im Moment eine sehr, sehr gute Atmosphäre ist, was so diesen Konkurrenzkampf anbelangt. Das Mikro bitte eins nach hinten, Kerry Hau für Sport 1. Hallo Herr Kahn, daran nochmal anlehnend die Frage, hat der Abgang von Robert Lewandowski da vielleicht auch so ein bisschen Erleichterung jetzt im Umfeld geschaffen, dass das Thema auch mal raus ist aus dem Umfeld, auch die neuen Gesichter jetzt da, Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, es müssen einfach Veränderungen nach so vielen Jahren auch dann mal geschaffen werden. Ja, Erleichterung weiß ich jetzt nicht. Also zunächst mal muss man schon auch faktisch bleiben, ja, gerade was Robert anbelangt. Ich meine, ein Spieler, er ist der absolute Weltklasse-Stürmer. Ja, er ist einer, der einem in der Vergangenheit zwischen 30 und 40 Tore garantiert hat. Und das muss jetzt sich auf mehrere Schultern verteilen. Das muss jetzt kompensiert werden. Nur auch meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist auch immer die gewesen, dass wenn so eine große Persönlichkeit, so eine große Figur dann eben nicht mehr da ist, dann gibt es auch andere in der Mannschaft, die dann mehr Verantwortung übernehmen und die dann auch nach vorne gehen wollen. Und das ist schon so, ja, die Verantwortung verteilt sich jetzt auf mehrere Schultern und das wird auch von meiner Überzeugung aus funktionieren. Nichtsdestotrotz, ja, 30 bis 40 Tore plus Scorerpunkte, da wissen die Jungs schon, was auf sie zukommt. Tobias Altscheffel wieder. Herr Jung, es gibt ja die Geschichte von Uli Hoeneß vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, er war bei den 49ers, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, wo er sich dann umgeschaut hat und gesagt hat, ja, so wie die das machen in Sachen Merchandising, Marketingartikeln und so weiter, auch Kabine, wie das aussieht, das müssen wir kopieren und uns da was abschauen. Wenn man sich jetzt hier den Megastore bei den Packers anschaut, ich weiß nicht, ob sie drin waren, aber da gibt es so ungefähr alles von für die Hunde bis für die Kinder und so weiter. Seid ihr da inzwischen auf einem Level angekommen, wo ihr sagt, okay, ihr müsst euch da nichts mehr abschauen, nichts kopieren oder gibt es hier immer noch Möglichkeiten und eben ja, Dinge, wo man sagt, da sind uns die Amerikaner vielleicht voraus? Also ich glaube, da war erstmal Uli Hoeneß seiner Zeit voraus, als er damals hier war. Ich glaube, der war der Erste, der das gemacht hat. Der hat es nicht nur beim Football gemacht, sondern auch beim Basketball. Übrigens gibt es auch Bayern-Artikel drüben, ja, in dem Merchandising-Shop, was ja ganz gut ist. Aber ich glaube, das sind amerikanische Dimensionen, das muss man auch im Verhältnis sehen zum Stadion. Also wir hätten jetzt gar nicht die Größe, das so zu machen. Also ich denke, hier ist das Konsumverhalten auch anders, als es bei uns ist. Ja, also wir sind sicherlich sehr, sehr gut ausgelastet, wenn bei uns auch die Spieltage sind. Hier ist natürlich eines, man hat ja sowas Ähnliches wie eine Mall hier und das Highlight ist das Stadion, das Lambeau Field und dadurch sind natürlich auch unter der Woche wesentlich mehr Leute da und ich glaube, dann kann man auch das mit einer anderen Kapazität kalkulieren und ich denke, dass wir für unsere Verhältnisse eigentlich schon einen großen Shop haben und ich glaube, dass die uns nicht erreichen können, das Ganze auch online machen und deswegen sind wir eigentlich mit dem Verkauf sehr zufrieden. Das, was hier kommt oder was man hier sieht, ist natürlich ein riesiges Terrain für Merchandising und auch für ein Museum. Hier sind interessante Dinge dabei, die wir uns anschauen und das eine oder andere kann man sicherlich auch bei uns machen dann. Georg, da anschließend, ja. Ja, ich generell mal, man hat ein bisschen das Gefühl, dass in der Premier League 90% Superstars spielen, so von den Spielern, so wie das Ganze verkauft wird und in Deutschland so quasi spielt einer, vielleicht zwei. Ist das vielleicht auch eine Sache des Marketings, dass dort die Spieler anders gehypt werden und in Deutschland vielleicht auch die eigenen Landsmänner weniger gehypt werden oder anders vermarktet werden? Also um jemanden zu hypen, brauche ich erstmal die Reichweite, um ihn hypen zu können und bekannt zu machen. Und da muss ich sagen, ist bei uns, was die internationale Vermarktung angeht in der DFL, einfach noch Luft nach oben. Ja, da ist ein Riesenabstand der Premier League zu uns. Und ich glaube, das ist ein Ziel, das sprechen wir immer wieder an, aber das kann man nur gemeinsam lösen, dass wir sagen, wir müssen hier
in international präsenter werden. Und wenn wir das schaffen würden, dann hätten wir natürlich auch grundsätzlich mehr Einnahmen. Dann kann man mehr Stars präsentieren und. Also das ist nur im Verhältnis zu sehen. Aber für dieses Verhältnis, um dorthin zu kommen, wo die Premier League ist, da müssen wir noch einiges tun. Und das ist eine Aufgabe, die der ganze deutsche Fußball hat. Tim Kräft wieder. Herr Kahn, jetzt haben wir schon über das besondere Spiel heute Abend geredet, aber können Sie noch mal erzählen, wie sehr freuen Sie sich da drauf und wie wird das heute Abend aussehen dort? Ja, ich freue mich riesig drauf. Also ich habe das, als wir hier mit dem Flugzeug reingeflogen sind, habe ich ja das Stadion von oben gesehen und da ist schon sehr, sehr spektakulär. Also es ist ein super Stadion, ein volles Haus. Wir spielen gegen keinen geringeren als Manchester City. Ich glaube, das ist schon, wo man in der Vorbereitung muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, die Jungs haben natürlich auch viel trainiert und. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute Standortbestimmung. Ich glaube auch für unsere Jungs. Also es ist ein Spiel, obwohl es ja in Anführungszeichen nur ein Freundschaftsspiel ist, auf was man sich absolut freuen kann. Könnt ihr was zur Atmosphäre sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt da noch nicht gespielt. Ja, ich habe zwar zu meiner Zeit haben wir gleich mal im Soldier Field in Chicago gespielt, aber damals gegen Manchester United noch. Es war auch ausverkauft und ich habe ja auch die Weltmeisterschaft hier selber miterlebt 1994. Das heißt, ich habe so diese ganze Fußballentwicklung ja schon relativ hautnah auch immer wieder mitbekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass heute Abend die Stimmung auch dementsprechend gut sein wird. Was gibt es noch für Fragewünsche? Fragenwünsche? Nein? Alles geklärt? Vielleicht taucht noch was auf. Bisschen sind wir ja noch da. Bis zum Spiel heute Abend. Dankeschön, Oliver. Dankeschön, Andi. Ja, ihr seid unsere Follower in diesen Tagen. Deswegen laden wir euch gerne zu einem kleinen Lunch ein. Da können wir noch ein bisschen das ein oder andere Gespräch vertiefen. Soweit, danke, schönen Tag noch, bis dahin, servus.